Also ich begrüße auch alle und habe die eigene Präsentation eingeschaltet. Hoffentlich Sie können das sehen. Ja, ist alles okay. So, und nun schalte ich das. Und ich werde dann, wenn es nötig ist, umschalten, um ein paar Geodienste-Programme zu zeigen zu meinem Browser. Also, das Thema, welches ich heute vorschlage, ist Geodienste im DAF-Unterricht. Und das möchte ich am Beispiel von einem Projekt mit Easy Travel illustrieren. So, auch ein Beispiel des Geodienstes. Die Idee kam mir, weil ich dem Vortrag einer Kollegin gehört habe, die auch verschiedene virtuelle Exkursionen und Dienste dazu präsentierte, und weil ich auch über das mögliche Thema zur DAF-Webcom mir überlegt habe. Und dann habe ich diese zwei Anlässe vereint in so einer Idee, Geodienste als zum Nutzen der Projekttätigkeit im DAF-Unterricht. Und heute sprechen wir über, oder ich habe für Sie die Informationen vorbereitet zu folgenden Momenten. Was kann man erstmals mit Geodiensten im Unterricht machen? Bitte, Sie können auch Ideen dazu sammeln, weil es wird danach gefragt später. Welche Geodienste gibt es? Welche nutzen Sie? Welche kennen Sie? Und ich erzähle dann ein bisschen ausführlicher über das Projekt, das wir mit Studenten an unserer Universität mit dem Geodienst Easy Travel gemacht haben. Also das ging im Februar, also das Projekt. No, und warum eigentlich Geodienste? Es gibt, wie wir wissen, verschiedene Art Tools, nützliche Tools. Aber diese Art Plattformen oder auch Apps, mobile Apps, die haben einen offensichtlichen praktischen Nutzwert. Sie können und sind schon von vielen zu anderen praktischen Zwecken genutzt. Außerdem, wenn man das zu Unterrichtszwecken einsetzt, dann hilft es an der Entwicklung der digitalen Kompetenz der Lerner weiterzuarbeiten. Und es hat breite Möglichkeiten im Unterricht, weil es sehr gut dieses 4K-Modell deckt. Bitte, kennen Sie dieses Modell oder muss ich das präsentieren? Ein bisschen ausführlicher. Sie sehen, ich habe so eine Grafik gefunden, die das illustriert. Ursprünglich im Englischen heißt es 4C-Modell, Model. Und hier im Russischen und auch im Deutschen kann man das mit 4K übersetzen, weil es hier an der Kommunikation, an der Kollaboration, Kreativität und dem kritischen Denken gearbeitet wird. Und das alles ist bei der Projekttätigkeit und auch mit dem Nutzen der Geodienste machbar. Nun kommen wir zur ersten Umfrage. Zu welchen Zwecken nutzen Sie Geodienste? Und Sie können mit einer Zahl, mit einer Nummer im Chat antworten. Nutzen Sie es, um vielleicht Routen zu bilden. Verschiedene Arten Navigatoren sind da gemeint. Vielleicht nutzen Sie das zum Geotagging. Die kurze Erklärung habe ich gegeben. Ich sehe viele Einsen. Vielleicht hat jemand schon versucht, das auch pädagogisch einzusetzen. Bestimmte geografische Quests. Bisher gar nicht. Man kann auch verschiedene Spiele organisieren mit Geodiensten. Also, und vielleicht andere Zwecke. Also die meisten, so wie ich sehe, nutzen das ausschließlich zum Routenbilden. Also was meine Erfahrung sagt, das mache ich auch regelmäßig. Und auch ein paar Beispiele der pädagogischen Tätigkeit habe ich benutzt. Nicht nur das Projekt, worüber ich heute erzähle, sondern auch früher. Mit Google Maps haben wir einiges, einfach das Potenzial der Kollaboration
an Google Maps. Und das war auch für regionale Zwecke genutzt. Das Beispiel kommt noch. Also, wie wir sehen, Sie haben schon eine bestimmte Erfahrung mit den Geodiensten, wenn es auch praktisch gemeint ist. Wir können dann weiter uns überlegen, gemeinsam Gedanken machen, was man damit alles im Unterricht machen kann. Nun, erstmals, man kann das zur Bekanntschaft nutzen. Und ich habe, damit Sie das konkret spüren können und sehen können, aha, einige Antworten auch, 2 Geotagging, sehr gut. Und eine Kollegin, Irina, aus Moskau, wenn ich mich nicht irre, hat auch das pädagogisch genutzt. Mhm. Irina, formulieren Sie bitte, was für eine Tätigkeit es war im Chat. Und ich werde jetzt diesen Link versuchen zu Seemaps, zu unserem Aufwärmungs-, zu unserer Aufwärmungsaktivität hier zu veröffentlichen. Ja, nun geht es. Wenn es auch nicht wenn es auch vielleicht nicht dazu kommt, dass Sie wirklich einen Marker da setzen in der Karte. Aber die Idee ist so, weil wir aus verschiedenen Orten stammen, auch wenn wir alle aus, viele aus einem Land, aus der Ukraine sind oder aus Russland, dann sind es doch große Länder und da gibt es verschiedene Punkte. Man kann einfach den eigenen Ort, wo man sich gerade zu Hause befindet und von zu Hause arbeiten muss, auf dieser Karte visualisieren und dann, wenn Sie das minimisieren, also die ganze Welt sehen, kann man beobachten, wie verstreut wir eigentlich in der Welt sind, aber hier im virtuellen Raum alle gemeinsam uns sammeln. Sie können ja dem Link folgen und die Karte wenigstens sehen, wie sie aussieht. Sie fordert eigentlich keine Registrierung, um die neuen Punkte zu setzen. Die Bedienung ist leider nur auf Englisch, aber hier sehen Sie den dritten, glaube ich, die dritte Funktion, die heißt Additions. Und da kann man ganz am oben, wenn man das öffnet, Add Marker, Simple Marker sehen. Zuerst vielleicht kommt die Karte sehr, sehr im Großen, ja, so angenähert. Ich sehe nichts. Aha. Vielleicht liegt es irgendwie an den Einstellungen. Man kann dann später probieren. Also der Link bleibt hier in dem Chat. Und wir können das auch später wiederholen. Also das ist eine Idee. Wie kann man damit arbeiten? Zum Beispiel bei der Bekanntschaft, nicht unbedingt bei dem Live, bei der Live-Veranstaltung, auch wenn es asynchron verläuft. Man kann die Leute aus verschiedenen Orten auf diese Weise die eigenen Stellen präsentieren lassen und auch einige Worte oder Fotos dazu finden lassen. Die andere Idee ist, man kann natürlich verschiedene Projekte machen. Und dabei ist das mit verschiedenen Fächern verbunden. In erster Linie natürlich Landeskunde und Geografie, aber auch Geschichte und Architektur und verschiedene andere Fächer und auch Fremdsprachen. Und wie Irina uns ihre Erfahrung mitteilt, sie haben auch den Werk erklärenden Gästen im Hotel helfen, ja, so dieses Projekt mit der Karte, mit dem mit den Geodiensten sowas organisiert. Und hier habe ich den Link zu noch zu einem anderen interessanten Anlass zum Unterricht markiert. Man kann das auch später finden. Das ist Earth Engine, wo man die 3D-Karten öffnen kann oder so eine Variante mit Timelapse, wo man die Veränderungen zum Beispiel mit den Gletschern sehen kann, wie sie sich mit der Zeit seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts, des, ja, des 20. bis zum heutigen Tag, also sich verkleinern, also immer
abtauen eigentlich. Und ich habe auch die eigene Region gefunden, da hat sich auch einiges geändert, obwohl nicht so drastisch wie mit diesen Gletschern in Alaska. Und noch eine Idee. Den Geolink haben. Also ich habe alle Links an Nadja geschickt. Wenn Nadja jetzt diese Möglichkeit finden kann, findet, kann sie das posten in den Chat. Also ich, vielleicht kann es später bei der Frage und Antwort, also Phase machen. Ja, Larissa, wir haben deinen Link zum Beispiel, See Maps, und ich habe jetzt geklickt und gleich normal auf den Link, dem Link gefolgt. Meine Frage ist an die anderen, können wir das nicht sehen, oder? Ich werde jetzt den Link kopieren. Aha, er sagt alle auswählen und gebe noch einmal. Das geht. Ah, nein, das geht nicht. Kopieren oben. Entschuldigung. Aber wir werden diese Linkliste am Ende geben oder an alle werden verschicken und in der Gruppe gestellt. Und die Präsentation wird Larissa auch zur Verfügung gestellt. Bitte keine Angst. Okay, bitte weiter. Ja. Also, noch die dritte Möglichkeit kann ich kommentieren. Es gibt auch die Reihe von verschiedenen Geospiele und Quests, die sind auch natürlich in erster Linie geografisch gedacht, aber wenn man das alles in der Fremdsprache kommentieren lässt, das kann auch diesen Beziehung zum Fremdsprachenunterricht bekommen. So gibt es, ich glaube, aufgrund der Google Maps auch erstelltes Spiel, geografisches Spiel GeoGuessr, wo man sich plötzlich in einem Ort in der Welt findet und dann den Marken folgt und dann muss man erraten, wo man ist. So, das kann man einfach zur Probe öffnen, aber natürlich, um das besser die Ideen für die Unterrichtszwecke formulieren lassen. Also muss man ein bisschen Näheres darüber informieren. Was die anderen Ideen angeht oder was gerade diese Beziehung, Verbindung mit dem Fremdsprachenunterricht angeht, habe ich an folgende Möglichkeiten gedacht. Und hier habe ich auch das versucht, mit bestimmten Icons zu symbolisieren, die eigentlich die Information, das Lesen symbolisieren sollten, das Sprechen, kreative Tätigkeit, das Schreiben und die Recherchen. Also die erste Möglichkeit, das ist, wenn man mit den schon vorbereiteten Materialien arbeitet, bei den Geodiensten oder bei den vorbereiteten Routen die vorhandenen Informationen sammelt und dann die in der Fremdsprache beschreibt. Man kann so die Punkte, die Route, die geografische Punkte verbindet, machen oder bestimmte Exkursionsobjekte in einer Siedlung, in einer Stadt. So war es vielleicht das Projekt von Irina gemacht. Oder die Routen, die nach anderen Kriterien dann zusammengestellt wurden, beschreiben, zusammenstellen. Oder das, was wir mit Studenten gemacht haben, die eigene Route zusammenstellen, die dann die einzelnen Punkte davon beschreiben. Oder sogar die Georätsel lösen und etwas finden, zum Beispiel den Ort oder einen verborgenen Schatz. Vielleicht gibt es weitere Ideen in der Runde, also wenn es die gibt. Für die Fremdsprachen, was kann man alles die Lerner machen lassen, dann bitte mit den Ideen im Chat loslegen. Und ich werde inzwischen noch weitere Themen des Unterrichts mit Geodiensten präsentieren. Das sind alles die Möglichkeiten, die auch meine Kollegin aus Murmansk, Marina Areschka, bei ihrem Vortrag genannt hat und auch mit bestimmten
konkreten Routen illustriert hat. Das ist alles natürlich bei ihr läuft auf Russisch. Also sie ist die Bibliothekarin und ist eher für virtuelle Exkursionen und Museumsführungen interessiert. Aber man kann sich, es lässt sich auch mit der Fremdsprache füllen. Zum Beispiel bestimmte Orte erkunden, also darüber habe ich schon gesagt, oder Sehenswürdigkeiten, bestimmte Stellen an einem, in einer Siedlung. Man kann die Routen, die mit bestimmten Namen verbunden sind, so gibt es ein Beispiel, ja, vielleicht kann ich das später illustrieren, die Puschkin-Route. Oder die mit literarischen Helden, man kann mit literarischen Helden wandern. Also die bestimmte, wenn es besonders um Reisen oder Wanderungen geht, die Route auf die Karte setzen und dann etwas zu einem, zu jedem Punkt dann notieren. Oder sogar historische Ereignisse auf der Karte notieren. Und dazu gibt es auch bestimmte Art Geodienste, die mit den Timelines, mit diesen historischen Zeitachsen ja, kombiniert sind, nutzen. Aber das ist nur eine Auswahl natürlich, die man ja, die Sehenswürdigkeiten nennen und den Ort raten, ja, wo es sich befindet. Die Märchenroute, ja, sehr gut. Also, liebe Inge, gibt es schon dieses Projekt oder ist es bloß eine Idee, die realisiert werden könnte? Wenn es schon gibt, wäre es sehr gut, wenn wir auch diesen Link teilen könnten. Ja, die romantische Straße in Deutschland auch sehr gut. Wo werde ich leben, sodass die Idee natürlich, man kann aber mit Konjunktiv das verbinden, wenn man das beschreibt, ja, so einen bestimmten Ort auf der Karte wählt und ja, sich als literarischen Helden vorstellen und dann mit der Karte die eigenen Reisen beschreiben. Die Seidenstraße, oh, sehr gut, sehr schöne Ideen sehe ich im Chat. Es fehlt nur noch fehlen nur noch die Bemühungen, die darin investiert werden müssen. Und das kostet schon bestimmte Organisation und die Zeit und das Können der Teilnehmer. Aber bevor wir dazu kommen, wie man das konkret realisieren könnte, sprechen wir ein bisschen über die technischen Grundlagen. Welche Möglichkeiten haben Sie? Aber keine Angst, die Geodienste, die fordern keine Programmierkenntnisse, sondern die sind sehr intuitiv bedienbar. Also, da kommen wir schon zur zweiten Umfrage. Ich bitte auch liebe Teilnehmer, die Stimme zu geben, welche Geodienste haben Sie schon mal benutzt? Sie, Maps, ich plante, dass alle das heute probieren und dann auch eins dazu gebrauchen können. Aber vielleicht verschieben wir das auf später. Mit Google Maps haben viele gearbeitet. Ich habe zum Beispiel, wenn ich um Navigation ja, so kümmere, dann Maps.me mehrmals benutzt, Google Maps und Maps.me, aber auch bestimmte Navigatoren, die als extra, ja, ich sehe auch Julia, die das gemacht hat. Und ich würde auch den Punkt 5 wählen, weil es bestimmte extra Navigatoren gibt, wenn man sich besonders in eine fremde Gegend bewegt, dann lohnt es sich, dass man eine zur Sicherheit mehrere Möglichkeiten hat. Und das hilft wirklich. Also wenn man nicht mit einem Navigator, sondern mit einigen, mit mehreren das sicherstellt, die Route. Also die meisten stimmen für Google Maps. Und das ist wirklich nicht zufällig, glaube ich, weil es mit anderen Google-Diensten, also in dieser Google Disk im Komplex sozusagen angeboten wird, aber außerdem auch sehr bequem und sehr viele Möglichkeiten. Ich habe einmal auch bei der Reise, ich glaube auf Phuket, so die extra von einer
Touristen vorbereitete Information mit allen den für Touristen wichtigen Punkten gefunden. Und das kann man herunterladen und dann offline nutzen. Das war sehr praktisch und sehr, sehr bequem. Und ich wünsche mir, dass mir solche offengestellte Karten gibt, auch für die Touristen, aber auch für die Ideen, die wir jetzt im Chat alle zusammen gesammelt haben. Ansonsten, in Anlehnung an die Kollegin Marina Reschke, habe ich hier die Liste von verschiedensten Geodiensten gesammelt. Viele haben ähnliche Funktionen, zum Beispiel Google Maps und Click-to-Map, so das ist wohl die einfachste Variante. Wenn Sie später mit der Präsentation arbeiten, sind da bei den Logos die Links hinterlegt. Man kann die aktivieren, ja, so wenn man mit der Live mit der Präsentation arbeitet. Aber ich habe nicht alle natürlich hier. Es gibt zu viele. Deswegen kann man nach dem nach der Bezeichnung sehr einfach darauf kommen. Es ist nicht nötig, natürlich, dass man alle Möglichkeiten gleichzeitig nutzt. Es lohnt sich, dass man nur die Variante oder ein paar Varianten benutzt, die am einfachsten erscheinen und die den Zielen am besten zu den Zielen am besten passen. Zum Beispiel, ich kann einiges kommentieren, also diese Art Variante des Geodienstes, das mit der Zeitachse integriert ist, ist Nummer 8, Time Mapper. Also später zeige ich eine Variante, wie es aussieht. Nummer 9, Story Map, da gibt es die Möglichkeit, nicht nur auf der Karte die Punkte zu zeigen, nicht so sehr mit der Karte zu arbeiten, sondern mit Stories, also mit Texten, also wo Näheres dazu erklärt wird. Easy Traveling, das wir heute dann bei der Projekttätigkeit illustrieren, arbeitet mit Audiotexten, also mit gesprochenen Texten. RoundMe, so dieser Service, das ist einfach Panoramas, zeigt Panoramas, also man kann eigentlich bestimmte Orte sehen, aber diese Möglichkeit gibt es auch bei vielen anderen geografischen Diensten. So, und viele andere Möglichkeiten. Also Google.com, wie gesagt, da gibt es viele, sowohl geografisch und ich weiß nicht, mit Biologie und mit Physik, mit Kosmos verbundene Projekte, die kann man erkunden und vielleicht bekommt man auch die Ideen, wie man das im Unterricht nutzt. Und ich kann das an einem Projekt mit Google Maps illustrieren, also alle, die für diesen Geodienst ihre Stimme gegeben haben, wissen wohl, dass es ein kollaborativer und freier, kostenloser Geodienst ist. Aber die Interaktion, da muss man vorsichtig sein, ist nur in Google Chrome möglich. Viele, die das nicht beachten, klagen dann, dass sie keine Möglichkeit sehen, dass sie die Punkte dann setzen. Sie können nur diese Punkte, die Karte nur lesen, aber nicht verändern. So, das ist das Problem. Und ich habe schon ein paar Male erlebt, dass jemand, vielleicht nicht bewusst, aber die Punkte der anderen löscht. Also die Möglichkeit oder das Problem gibt es manchmal. Ich habe jetzt den Ausweg gefunden. Man kann die frühere Version dann wiederherstellen. Und hier die Präsentation eines Projektes, das wir mit, ich glaube, Masterstudenten gemacht haben. Wir haben die Punkte in Archangelsk, die mit den Russlanddeutschen verbunden sind, die Gedenkstätten der Russlanddeutschen in Archangelsk. Viele sind jetzt nicht zu dem ursprünglichen Zweck benutzt, zum Beispiel das Zuckerwerk, das jetzt Bezirksgericht ist. Aber sehr schönes Gebäude, klassizistisch und viele bewundern es, obwohl es so bescheiden dann sich an der Uferstraße hinter den Bäumen versteckt. No, und auch andere
Objekte, Gedenkstätten, das lässt natürlich auch die da viele Recherchearbeit steckt dahinter. Wir haben das in Russisch gemacht, aber nur diese Überschriften wurden ins Deutsch übersetzt. So, aber auch sehr gute Visualisierung, wenn man einfach mit dem Text arbeitet und das einfach ja, so sich zu erinnern versucht, das ist die eine Sache, aber wenn man das auch auf die Karte setzt und dann gemeinsam das macht, dann ist es schon viel leichter, diese Informationen auch für die Zukunft zu beherrschen. Die Meldungen waren auch sehr positiv ja, bei dieser Arbeit. So, und nun kommen wir zum dritten Punkt, wo ich die Arbeit mit den Geodiensten an unserem Projekt illustriere. Ich habe hier schon den QR-Code zu unserer erstellten Route publiziert. Wenn man das mit Smartphone macht, kann man auch die App installieren. Ja, so kann vielleicht das System für Ihnen vorschlagen, dass Sie das tun. Ich glaube, das lohnt sich, weil inzwischen viele Museen, also die nutzen schon diese App. Und man kann mit ihrer Hilfe viele Audiotouren über verschiedene Museen finden. So habe ich schon in ein paar russischen Museen das gesehen, dieses Logo von Easy Travel. Aber damals natürlich habe ich gar nicht mit der Idee des eigenen Projekts damit getragen. Ich glaubte, das ist bloß für Museen. Aber später, nach dem Vortrag von Marina Reschka, habe ich dann das ein bisschen anders überlegt. Sie hat ein paar auch eigene Projekte mit den Lernern vorgestellt, wo sie selbst etwas gemacht haben. Und ich glaubte, ja, wir können auch mit Studenten etwas auf Deutsch über unsere Stadt präsentieren und das auch mit vertonten Texten machen. Easy Travel ist auch ein kollaborativer freier Geodienst, aber was unterschiedlich ist, ist primär auf das Sprechen und Hören eingestellt und natürlich ursprünglich primär für Touristen gedacht. Die meisten Informationsanbieter, also die Organisationen, die diese Touren zusammenstellen, sind die Museen und die touristischen Vereinigungen. Aber es gibt auch die Möglichkeit für Laien, für einfache Leute, Touristen, bestimmte Punkte zu setzen, die Texte, diese Sehenswürdigkeiten zu fotografieren und auch Texte dazu aufnehmen, sodass eine Route dann entsteht. Die Arbeit, also bei der Vorbereitung haben wir natürlich zuerst die schon vorbereiteten Touren kennengelernt. Zum Beispiel kann man Bremen finden und auch über andere Städte. Es gibt eine sehr, glaube ich, bequeme Suchleiste. Man kann zuerst nach Land differenzieren, dann nach einer Stadt suchen und dann schon nach vielen Routen, die es in dieser Stadt gibt. Ich habe hier Deutsch als die Routensprache eingestellt, also das Filter gewählt, aber es gibt manchmal auch die Routen in verschiedenen Sprachen, kann man auch wählen. Wenn man sich einloggt, registriert, so ist das sieht das ein bisschen anders aus, aber alles intuitiv verständlich. Da sieht man diesen roten Knopf erstellen und so kann man schon mit einer Route beginnen. Mit der Erstellung der Route. So, und wir haben mit Studenten ein Projekt mit Hilfe dieses Geodienstes organisiert. Ein Projekt, wie Sie bestimmt schon wissen, ist eine zeitbefristete Aktivität, wo ein konkretes Produkt am Ende entsteht und wo die Gruppe gemeinsam und aufgabengeteilt arbeitet. In unserem Projekt war so ein Produkt eine Audiotour über die eigene Stadt. Und dabei
als ich an die Ziele dieser Tätigkeit dachte, habe ich gleich so also viele Potenziale gesehen, also ganz im Sinne dieses 4K-Modells. Natürlich arbeitet man an kommunikativer Kompetenz, weil man über, in der deutschen Sprache über die eigene Region dann Informationen sammelt, also zuerst liest, auswählt und dann die Texte selbst formuliert. Weil man auch zusammen und Aufgaben geteilt arbeitet, also entwickelt man die soziale Kompetenz, diese Kollaboration, soziokulturell die eigene Region nochmals kennenlernen, jetzt mal in einer anderen Sprache. Und weil meine Zielgruppe Studenten zukünftige Spezialisten in der interkulturellen Kommunikation sind, dann war es auch für ihren zukünftigen Beruf wichtig. Also bestimmt wird ihre Tätigkeit auch damit verbunden sein. Nun, und weil sie einen neuen Geodienst kennenlernen, war es auch die Entwicklung der digitalen Kompetenz. Ich habe so eine Umfrage am Anfang gemacht, ob sie diesen Geodienst schon benutzt haben und kennen. Und alle haben gesagt, nein, obwohl es junge Leute sind und die sind natürlich sehr fortschrittlich in der Nutzung der digitalen Dienste. Aber hier in diesem Fall sozusagen habe ich Ihnen etwas Neues erzählt, also präsentiert. Und Sie waren bereit, damit zu arbeiten. Also nochmals die Zielgruppe junge Erwachsene, das Sprachniveau etwa B2 und in der, die Gruppe ist nicht groß, 10 Personen. Das Projekt war als Mikroprojekt gedacht. Wir arbeiteten nur 2 Unterrichtseinheiten daran und auch die selbstständige Arbeit, also die eigentliche Zeit oder Vorbereitung, die fiel auf die selbstständige Arbeit, die aber sie eigentlich später einschätzten, die auch nicht sehr viel Zeit verlangte. So, die Aufgabe sehen Sie. Wie es verlaufen ist. Zuerst habe ich, wie gesagt, diese Bremen-Route, bei uns war es München-Route, vorgeführt und ein paar Objekte haben wir diese audio-vertonte Texte gehört, um sich ein bisschen, also die Vorstellung vorzustellen, wie es aussehen sollte. Dann haben wir gemeinsam das besprochen, welche Stadt erstmals wir nehmen, weil in unserer Universität die Leute aus verschiedenen Städten zusammenkommen. Meistens sind es Regionen, ja, so unser Archangelsk-Gebiet, ja, so die Städte oder kleinere Siedlungen aus dem Gebiet. Aber sie waren einig, dass sie Archangelsk dann die Route für Archangelsk zusammenstellen. Dann haben wir Objekte gewählt und verteilt. Und die Pflichten auch verteilt, weil man nicht nur Objekte, sondern die Beschreibung zusammenstellen sollte und Texte vertonen sollte, sondern auch im Geodienst, ja, so sollte eine Person sich registrieren lassen und dann kann man diese Login und Passwort ja an die anderen verteilen, sodass alle die Informationen dann setzen könnten. Dann bei der selbstständigen Arbeit haben sie die Route vorbereitet, also diese Informationen gesammelt. Ich habe diese Zeit, also sie hatten eine Woche Zeit zwischen diesen Unterrichtseinheiten und in der zweiten Unterrichtseinheit wurde die Route präsentiert und wir haben die Reflexion dann gemacht. Als Resultat wurde diese Route erstellt. 10 Sehenswürdigkeiten sind es mit Fotos und Texten. Nicht alle sind zurzeit noch vertont, aber die haben Probleme mit der ruhigen Umgebung, weil sie im Studentenwohnheim nicht immer die Zeit finden können, um auch in der Ruhe das aufzunehmen. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, auch schriftlich das zu kommentieren, einzuschätzen. Ich habe auch die Aufgabe gestellt, dass sie auch schriftlich darüber reflektieren. Nach der Route gibt es diese Kommentare, auch nicht viele haben das noch gemacht.
Und natürlich gibt es die Perspektiven, das ist schon unsere Route und ein Objekt wird gezeigt. Eigentlich, wenn man so einen Trick, dieses Männchen, da, Männlein, hier sieht man das Gelbe, aktiviert. Aber das geht nur auf der Desktop-Version dieses Programms. Dann, und zu einem Punkt auf der Karte kommt, dann sieht man eine Perspektive. Das heißt, diese vielleicht nicht 360 Grad Foto, aber wenigstens viele, man kann das von allen Seiten, ja, so einen Ort betrachten mit diesem Männchen. Also, und man kann natürlich in der Zukunft diese Route ausbauen, andere Objekte hinzufügen, die Texte in anderen Sprachen hinzufügen und auch nach jedem, also nach jeder Beschreibung gibt es die Möglichkeit, die Frage hinzuzufügen. Also man kann eigentlich die Beschreibung von jedem Objekt mit so einer questartigen Aktivität beenden. Das ist auch noch zu erkunden. Was die Studenten, also die Lerner bei der Reflexion geäußert haben. Also sie haben den Umfang ihrer selbstständigen Arbeit mit 1 bis zu 3 Stunden eingeschätzt. Also ich glaubte, das wird mehr Zeit fordern. Ich habe bei der Vorbereitung mehr Zeit investiert als sie. Und ich habe sie gefragt, welche Kompetenzen sie am meisten hier entwickelt haben. Und die meisten haben sich für soziale und mediale Kompetenz gesprochen. Also ich glaubte, das war eigentlich mit Kommunikation verbunden in erster Linie. Also Wortschatz, sprechen, schreiben. Aber die haben ein bisschen andere Akzente hier gesehen, gesetzt. Und vielleicht war es mit sozialer, ich weiß nicht, sie arbeiten viel an Projekten, warum es so für sie dann die viel, viel Zeit oder an die soziale Kompetenz denken ließ. Mediale, ja, ein neuer Geodienst und ein bisschen ungewöhnlich, weil es mit Vertonung, ja, verbunden ist, dann verstehe ich schon. Aber also, soziale Kompetenz, das wunderte mich. Also viele haben natürlich den Wortschatz erwähnt, weil sie das sie hatten bloß keine Themen, ja, so die regionalen Stoffe im Unterricht. Sie haben das nicht besprochen, deswegen war es neu für sie. Und ich erwartete, dass es ein bisschen höher in diesem Rating steht. Recherchieren der landeskundlichen Stoffe und Schreiben. Sie hatten die Texte schriftlich vorbereitet, dann einfach die vertont vorgelesen. Deswegen war es nicht richtiges Sprechen, sondern also eher Schreiben. Und die Ergebnisse habe ich Sie gebeten, gegenseitig zu bewerten. Also nicht ich habe Ihnen die Note gegeben, weil Sie einander besser gesehen haben bei der Arbeit. Alle haben sich sehr gut gegeben. Das war natürlich sozusagen aus verschiedenen Faktoren hatten da mitgespielt, obwohl ich Kriterien also gegeben habe. Das waren auch inhaltliche Kriterien, sprachliche Korrektheit, phonetische Aussprache, ja, sollte in Ordnung sein. Die haben das so bewertet, keine anderen Noten gab es. Ich glaube, die Investition, die Sie da hineingelegt haben, also die kann man schon, ja, so mit dieser Note auch in Verbindung setzen. Also Vorteile, die ich bei dieser Arbeitsform sehe, das ist für diese Zielgruppe moderne und interessante Arbeitsform. Man arbeitet an verschiedenen Kompetenzen dabei. Und im Vordergrund stehen produktive Sprechfertigkeiten. Das ist eine berufs- und lebensbezogene Tätigkeit. Und das, was ich nicht erwartet habe, es gab keine eigentlich Route über die Stadt, die in Deutsch vertont wäre. Es gibt nur in Russisch vertonte und ich glaube, eine gibt es in Englisch, aber nicht viel. Es gibt so ein Museum der frei
unter dem freien Himmel, in der Nähe von Archangelsk. Da gibt es die Führungen über das Museum, über einen Sektor des Museums in verschiedenen Sprachen. Aber über Archangelsk, über die Stadt selbst nicht. Also das war unser Beitrag sozusagen zur Werbung für die eigene Stadt. Und das finde ich gut auch. Natürlich waren auch bestimmte Herausforderungen dabei. Die Qualität des Produkts kann man vielleicht anzweifeln. Wir haben nicht so lange Texte, etwa um eine oder bis zu 2 Minuten. Also die sind nicht sehr groß. Und die haben es ein bisschen formell gemacht, was ich mir wünschen werde, dass sie es ein bisschen mit Aufwärmung beginnen, ja, so irgendwie die Touristen dann ansprechen oder irgendwelche interessante Fakten am Anfang, also Interesse wecken. Aber sie haben das so sehr akademisch vorbereitet. Wir haben einen DAD-Lektor, der eigentlich die sprachliche Qualität durchprüfen könnte, und das ist keine so ins Auge und ins Ohr fallende Fehler, dann, dass sie da bleiben. Verschiedener Beitrag der Teilnehmer. Jedenfalls haben wir das verteilt. Sie haben 10 Personen, sie arbeiteten in Gruppen zu zweit, und jede Gruppe hat 2 Objekte eigentlich genommen. Deswegen in dieser Hinsicht war es schon gleich, aber mit der Vertonung haben sie sich so entschieden, dass doch die Personen, die alle Texte vertonen, die beste Aussprache in der Gruppe haben. Und deswegen haben die Personen, die gewählt wurden, ein bisschen mehr Arbeit, und mit dieser ruhigen Umgebung in dem Studentenwohnheim, das ist eigentlich auch darauf zurückzuführen, dass immer noch keine Zeit dazu vorliegt. Und noch ein Risikofaktor: Bereitschaft der Lerner und auch der Lehrkraft selbst, mit einem etwas Neues zu erkunden und im Unterricht zu nutzen. Also das liegt nicht immer da. Und wenn man schon dazu bereit ist, dann kann man schon damit arbeiten. Also wenn wir das Fazit ziehen darüber, was ich hier präsentierte, ich meine, Geodienste ist ein vielversprechendes Instrument für Projekte, weil es erstmals auch mit mobilen Technologien integrierbar ist, wenigstens bei diesem Easy Travel. Es ist in vielen Fällen mit Augmented Reality verbunden auch, ja, so dass man mit diesen QR-Codes zum Beispiel die zusätzlichen Informationen holt, die zu dem Moment, wo sie nötig sind. Es ist auch sehr bequem für Projekttätigkeit, weil es kollaborativ arbeiten lässt, und es gibt auch die Möglichkeit, spielerisch zu handeln, weil es, wie gesagt, die Möglichkeit, integrierte, schon vorinstallierte Möglichkeit ist, die Fragen zu geben und also die richtige Antwort dann einzugeben, dann kann man bestimmte Reaktionen, ja, dazu hineinlegen und ganze Spiele oder Webquests organisieren. Also in dieser Hinsicht vielversprechend. Und somit bin ich am Ende. Hier ein paar Links zu EasyTravel oder zur Nutzung der Geodienste im Unterricht. Wie Sie sehen, das war eigentlich eine bestimmte Zeit, Ende der Jahre 2000 sozusagen aktiv besprochen. Jetzt ist es nicht so. Man findet andere Stoffe, ja, so sozusagen Neuigkeiten. Aber wenn es neue, EasyTravel ist ziemlich neu, Geodienste gibt, kann man schon neue Möglichkeiten finden, das im neuen Licht sozusagen spielen zu lassen. Deswegen glaube ich, ist es auch heute modern und machbar. So, wenn es möglich ist, können